Also, wir sind gespannt, was bei diesem Rennen möglich ist. Es soll ein schnelles Rennen werden, auch im Hinblick natürlich auf die nächste Woche, auf die 10.000 Meter in London, wo dann Michael Ringer möchte die Amateur-Serie zum 5. Lager in Portugal erlaufen, dass er 28,50 zu bleiben. Das war das Ziel. Und vorne wieder der Tempomacher. Wir haben so gesagt, bei 2,36 durchzugehen, wäre natürlich super. Aber vielleicht ist das bei den Winden auch ein bisschen schwierig. Die Favoriten haben sich schon an Position 2 und 3 gesetzt hinterm Tempomacher. Und es wird ein spannendes Rennen, liebe Zuschauer. Mit eurer Unterstützung kann es noch ein bisschen spannender werden. Richard Ringer und Amaral Petros und dahinter mit der 40 Maximilian Vorwürf aus Düsseldorf, dann Martin Sterlich und dann mit der 247, ein junger Mann aus Somalia, kommen wir für Waldstraße Wiesbaden, startet Ilias Jonis Osman, Vorbild Mofa A. Und der kann sich so richtig auch gut entwickeln. Aber vorne, das ist hier eine Zweiklassengesellschaft, das ist ganz klar. Der beste deutsche Langstrecker seit Jahr und Tag, Richard Ringer, 13 Minuten 10 über 5000 Meter ist er bereits gelaufen. Und hier macht das Tempo vorne. Und wir sind in der Hellbach hier auf der Tribüne geraten. Der beste deutsche Langstrecker vor Amaral Petros. Er hat sich auch richtig gut entwickelt. Der Mann aus Eritrea, jetzt schon in der SV-Partie gestartet. Und jetzt hier gegen den Wind, das ist natürlich schwierig. Das ist ganz klar, das sehen wir auch deutlich. Und das ist nicht einfach, das durchzuziehen. Richard Ringer, der hat sich jetzt so ein bisschen individualisiert. Er schreibt seine Trainingspläne jetzt selbst. Hat gesagt, er braucht das jetzt einfach in Richtung Europameisterschaft. Und er hat ja auch genügend Erfahrung. Der Mann, der sich kontinuierlich entwickelt hat. Jetzt geht es auf der Zielgeraden. Ja, danke, Jo. Jo, danke. Wir erleben den Zweikampf zweier richtig guter Langstreckler. Der eine absolut der Beste, der andere, der will dazu aufschließen. Der kann das, Amaral. Und Richard hier, souverän, geht er hier vorne weg. Und dahinter das Feld immer noch mit der 40, Maximilian Torwirt, Martin Sperlich und jetzt Ilias Jonis Osman, der da nach vorne kommt. Ja, und sicherlich mal wieder hier auf Leiterbeten anfeuern, aber wir konzentrieren uns auf diesen schönen Zweikampf. Und das erinnert mich ja ein bisschen an gestern noch natürlich, an die 10.000 Meter, an der Bierling gegen Evo Mar Schöneborn. Oder Florian Roth, Simon Bock und Sebastian Kittel. Vor der Sebastian Kittel. Es ist ganz klar, dass Richard Ringer das Ding hier durchzieht. Aber auf jeden Fall hat er nicht ganz das Niveau von Ringer. Aber er entwickelt sich in diese Richtung. Hat eine wunderbare Entwicklung auch in den letzten Jahren hier genommen. Eine Dürmer-Probe. Wie gesagt, der letzte Europameister nach 23 Monaten. Ringer und Petros. Und ich glaube, das ist ein richtiger Beifall auch wert, dass die hier vorbeikommen, dass die hier kämpfen. Gegen den Wind hier ist besonders schwierig. Dahinter das Feld, der U20-Mann, Ilias Jonis Osman aus Somalia für Wiesbaden startet. Mit der 138 am Jan-Lukas Becker von der Mittelregion Karlsruhe. Und mit der 542 Thijs Nyholz aus Dänemark nach vorne. Mit 80 Meter Vorsprung. Ringer und Amaral Petros. Wie geht das Stück aus hier? Es ist auch das, was dieses Meeting so kommt. Diese Zweikämpfe. Das wurde gegen die Gefahr aus 2014. Das ging jetzt richtig zur Sache. Und jetzt Ringer gegen Amaral Petros. Mal sehen, wie lange Amaral mitlaufen kann. Oder kann er vielleicht sogar noch einen draufsetzen? Wie ist die Form von Richard Ringer? Das ist auch die Frage jetzt.
eine Woche vor London. Wir brauchen unsere Unterstützung wieder. Komm! Nummer 3 und die 25 wieder vom Bekonig. Wir schauen auf die nächste Zeit. 5 Minuten 18, das war wieder eine 2,39. Beide sagen jetzt ähnlich. Ja. Martin Sperlich auf Position 4 und Thais von Erhuis aus Dänemark auf Position 3. Also 2x2,39, 57 und 57 laufen. Aber es wird sich unterschiedlich auch Richard Winter oder Manuel Pietros.